So, von Arma der Limitless. Ein cooles Fahrzeug, ein Straßenräser, Maßstab 1 zu 7. Hier steht's, Vierradantrieb, also Roller. Hier, geile Leitbleche hinten, super Spoiler für viel Anpressdruck, damit das Fahrzeug auch wirklich bei den hohen Geschwindigkeiten auf der Straße gehalten werden kann. Aerodynamische Karosse. So, Frontspoiler natürlich auch hier. Bietet viel Anpressdruck. Hier die Teile können abgeschraubt werden. Ja, mit der Schraube. Einzelradaufhängung, also Keyball vorne, einstellbar natürlich, also hier Spursturz. Ja, der Arma Speed Racer Limitless nennt er sich, Maßstab 1 zu 7, Allradantrieb. Cooles Design und für Highspeed natürlich gemacht. Also wer einfach mal richtig flott unterwegs sein will, für den ist genau das Fahrzeug das Richtige. An der Hinterachse ein geiler Spoiler für viel Anpressdruck und hier Seitenwings, damit es auch eine gute Seitenführung hat, das Fahrzeug. Ja, ansonsten coole Karosserie. Natürlich aerodynamisch geformt. Vorne Frontspoiler genauso. Auch auf Abtrieb gemacht, damit viel Abtrieb entsteht. Hier natürlich, nimmt natürlich Topspeed, das ist klar. Weil das natürlich hier ziemlich hoch ist. Kann auch abgeschraubt werden, aber ob das wirklich was bringt. Weil das Fahrzeug soll ja auch noch stabil auf der Straße liegen. Und hier die Gummireifen. Und hinten genauso, ja, ziemlich weiches Profil oder mittleres Profil sind die Huns vom Boots. So, mal unter die Haube geschaut hier. Ja, ziemlich stabile Strebe hier dazwischen, die das vordere und hintere Getriebegehäuse miteinander verbindet. Klar, steif wird das in Längsrichtung. Aber es kann sich noch ein bisschen vertriegen seitlich. Der Vorteil ist natürlich hier, dass hier der Antriebsstrang nicht verkanten kann, wenn das zusammen oder auseinander gedrückt wird. Sollte hier eigentlich nicht passieren, ist ja kein Becher. Ja, ansonsten Stabilisatoren. Hier hinten Einzelradaufhängung. Rechts-links Gewindestange zum Einstellen des Sturzes. Und hier ein Knochen. Als Übertragung, genauso hier, Knochen sind drin, keine CVDs. Dann Direktantrieb hier in der Mitte, also kein Differential, so wie ich das hier sehe. Aluminium Motorhalter, verstellbar natürlich, könnt ihr unterschiedliche Ritzel fahren. Ansonsten habe ich gehört, man kann den auch drehen. Und hier die Positionierung ganz anders machen, um längere Motoren zu fahren, weil hier passen jetzt nur kürzere rein. Also wenn ihr längere Motoren fahrt, könnt ihr das rumdrehen, Akkufach wegmachen und dann passt das auch. Die Empfängerbox verbirgt sich hier dahinter. Hier kommt das Servo rein. Dann hier Pioball-Aufhängung vorne, hinten, vorne, rechts und links, ist klar. Und dann Spurensturz einstellbar dadurch. Hier könnt ihr die Spur einstellen vorne und hier rüber den Nachlauf. Ansonsten die Dämpfer, die Dämpfer haben hier über ein Feingewinde die Federvorspannung bzw. die Bodenfreiheit einstellbar.
Ja, die Akkufächer. Ja. Habe jetzt keine Maser hier, aber kann ich zum Messen. Aber passen zwei Stück rein. Sollten eigentlich bis zu ja, 4 oder sogar 6S reinpassen in jedes Fach. Und wie gesagt, hier passt der Fahrregler hin. Vorne übrigens sind auch Stabis drin, nicht nur hinten, auch vorne. Und Karosserie. Hier. Einteilig. Ja, Unterseite des Chassis. Hier. Cooler Diffusor. Also schön, dass wirklich das Fahrzeug am Boden gehalten wird durch den Anpressdruck. Wenn die Luft hier unten durchgeht, ist ja eine Formel 1 typisch, komplett flaches Chassis zu machen. Vorne genauso, damit halt der Wind schön hier lang oder die Luft hier lang kann und dann hier einen Anpressdruck bzw. ja, einen Anpressdruck für die Hinterachse erzeugt, dass das Fahrzeug quasi klebt unten. Ja, Aufhängung sieht man natürlich hier nicht, ne? Ist hier ein bisschen verdeckt, aber der Spoiler ist schon gigantisch. Ja, schöne Seitenwings, sind schön stabil hier, bringt schon, sollte genug Anpressdruck bringen an der Hinterachse. Ja, ansonsten, was hier hinkommt, keine Ahnung, hier ist einfach frei, hier noch ein Teil angeschraubt wird, sieht man zumindest nicht, endet hier einfach und hat hier einfach ein, ja, eine coole. Hier nochmal ein Blick auf die Pivo Ball Vorderachse und hier mal gucken. Ne, hier sind CVDs zum Einsatz. Also keine Knochen, so wie ich das sehe, oder? Ne. Ja, hier sieht man es nochmal. Hier. In CVD und kein Knochen an der Vorderachse. Hinten wie gesagt Knochen und hier CVDs. Der Aluminiummotorhalter. Hinterachse. Karosseriehalter. Oh, noch mal ein Blick auf das ganze Fahrzeug. Ja, schön die Rippen, also stufig. Hier so ein paar Nasen, ja, um vielleicht hier einen Anpressdruck zu erzeugen. Genauso hier hinten der hintere Teil der Karosse. Auch so nach oben geformt, dass hier noch die Luft ja, das Heck nach unten hält. Spoiler, ja, ziemlich steil. Auch für viel, viel Anpressdruck an der Hinterachse. Das Heck sollte quasi kleben an dem Fahrzeug. Ah, hier, schön, wird die Luft nach hinten geleitet. Ja, das war der Limitless. Limitless. Speed Bash. 1:7 Roller. Von Armer.